Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community und diese Woche mit dem Mitglied Ich war das nicht und von Race in seinem 50 TP und das Ganze auf Tundra und wir gehen mal rein. Hallo und herzlich willkommen und gucken uns mal an, was er hier schaffen konnte. Ein 8er Gefecht mit seinem 9er. Zum Glück gibt es keinen Rammschaden mehr, aber die Gegner knüppelhart, da wird gerade ausgefahren, so wie sich das gehört. Ja, 50 TP, ein schöner Panzer, muss ich ehrlich sagen. Wir können uns ganz kurz nochmal die Munitionsverteilung angucken. 80 AP mit 250 Durchschlag und 12 APCR mit 303 Durchschlag. 560 Schaden. Ja, mit Zusatzration große Packs, also er legt es auf jeden Fall darauf an, den einigermaßen zu spielen. Es würde mich natürlich noch interessieren, wie die Crew aussieht, aber ich denke mal, die wird dementsprechend gut sein. Und der fährt hier an die typische Einzellinie, wahrscheinlich vorne an F ran, und wird hier mit seinem Heavy kämpfen. Da ist dann immer so die große Frage, kann das Objekt 705 sein Panzer gut bewegen? Und die andere Frage ist, ist der AMX M451 voll ausgebaut? Weil ist er das, dann ist der da vorne auch ein Monster. Ist er das nicht, dann kann man einfach durch seinen Turm durchschießen. Das wäre natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn der Gegner hier an der Stelle Stock wäre. Und der 705 muss natürlich hier erstmal herfahren. Typische Verteilung auf jeden Fall. Drüben am Berg geht die Post ab. Das ist ja eigentlich immer so auf Tundra, auf E9, E0. Da geht immer die Post ab. Und hier sehen wir schon, die Gegner kommen hier auf jeden Fall reichlich. Und der 705 ist da. Und der AMX ist auch da. Aber der AMX hat den kleinen Turm und das ist wichtig. Er muss ein bisschen aufpassen hier. Der Jagdtiger ist ein sehr gefährlicher Gegner. Hat der Gegner mal kurz seine Kette gedreht, dadurch leider nur ein Kettentreffer. Ja, Jagdtiger muss auf jeden Fall aufpassen. Carpola sind riesig von ihm. Und der Jagdtiger kann da easy durchschießen. Und er macht ordentliche Kellen, ne? 642, das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlicher Trade, weil er selber ihn ja nicht bewirken konnte. Ah, Jagdtiger macht das auch ganz gut. Hoffen wir mal, dass die eigenen Artis hier auf jeden Fall reinwirken. Braucht hier so ein bisschen Unterstützung. Kann natürlich dem gegnerischen Jagdtiger 8-8 da gut durchschießen. Und das könnte er auch bei dem Jagdtiger hier vor ihm machen. Aber er muss immer ein bisschen aufpassen, weil das Problem ist, wie gesagt, seine Carpola sind doch relativ groß. Na, den Gegner rausnehmen jetzt. Jawohl. Das war wichtig und der Jagdtiger ist gebounced. Auch wichtig hier an der Position. Drüben der Hill ist auf jeden Fall kurzzeitig verloren. Wir müssen ja mal die Minimap so ein bisschen im Auge behalten. Arti wirkt hier gut auf der Seite. Das ist wichtig für ihn. Er hat auch glücklicherweise das Mäuschen hinter ihm stehen. Das ist ein wichtiger Fakt, weil sonst könnte der Gegner hier drücken. Das macht er aber nicht. Und da hat er auch so ein bisschen Glück. Also das Mäuschen, auch wenn es sehr, sehr passiv spielt hier an der Stelle. Aber wichtig, dass er hinter ihm steht. Ja, das war ein bisschen über PS. Da sauber einzielen und dann einfach frontal durch. Das wäre wichtig gewesen. 2-4 sieht gar nicht mal so gut aus. Schöner Hit hier wieder. Jagdtiger hat geschossen. Das heißt, er kann jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen aggressiver vielleicht sogar suchen, den Fight. Auch die gegnerischen Artis haben hier noch nicht reingeschossen. Das ist ein bisschen glücklich für ihn. Das heißt, beide Artis stehen wahrscheinlich auf K5. Super ärgerlich. Die Artis hätten ja sehr gut wirken können, die gegnerischen. Und dann hätte er hier nicht so ein Spiel haben können. Jagdtiger nimmt hier das Mäuschen raus. Sehr schade. Aber er hätte... Oh, das ist ärgerlich, aber da haben wir gesehen, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich gedacht, dass er auf der Oberwanne durchkommt, aber der AMX ist ein Monster. Wie gesagt, mit dem großen Turm, wenn er den gehabt hätte, wäre er sehr stark gewesen hier an der Position. Aber auf der Oberwanne kommt er natürlich nicht durch, auch nicht mit seiner APCR. Die, gerade so wie der Gegner da stand, nicht penetrierbar. Nicht mit 303. Drüben auf der anderen Seite sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, da geht auch gleich der Progetto noch raus. Und dann kann man vielleicht sogar den Hill contesten. Und dann kriegt man eigentlich da drüben wieder die Kontrolle. Aber der Progetto hat das jetzt ganz gut gemacht. E50 vielleicht. Er hier auf seiner Seite auf jeden Fall konnte schon mal ein bisschen clearen. Er hat ja hier auch noch den zweiten, den guten alten Killfake von Race in seinem Team. Skoda T50. Hatte kurzzeitig angetäuscht, ob er da vielleicht von hinten rangefahren wäre an den Gegner. Konnte er aber nicht. Gegnerischer T50 aufgepasst. Und der Skill Fake hat hier auf jeden Fall jetzt Gegner hinter sich.
Skoda One-Shot, das sieht schon mal gut aus. Jetzt wäre es interessant, was der Skoda T50 hat. Oh, der ist auch One-Shot. Und der geht hier direkt raus. Das ist natürlich lecker. E50 useless fuck. Was hat er geschrieben? Ich darf das? Ich darf das, okay. Ah, da kommt auch doch der Skoda T27. Ja, das ist natürlich glücklich, dass der Gegner hier so, ja, eigentlich ohne Brain reinfährt. Dadurch zwei Kills und auf einmal steht es 8 zu 7 und es sieht gar nicht mehr so schlecht aus, auch wenn es jetzt 8 jetzt wieder der Ausgleich kam. Aber das hätte anders laufen können. Skoda T50 hätte es ein bisschen schlauer machen können. Da oben so drüber zu Jolo und war natürlich sehr dumm. Oh ja, das ist gut hier an der Stelle, was er hier macht. Bisschen aggressiver auf das Objekt drauf. Das finde ich gut. Man muss nur aufpassen, die Artis werden gleich eingeimpft sein. Das ist super ärgerlich. Ah, er will sich jetzt hier den Hit natürlich nicht fangen. Aber wenn er gleich weitermacht und weiter ein Stück vorfährt, dann wird die gegnerische Art hier reinschießen. Wir haben sie schon gehört auf dem T28, jawohl. Da hat sie eingeschlagen. Ist da noch ein bisschen... Ja, es war ein bisschen überpaced wieder. Wenn er da die Ruhe bewahrt, dann kann er da sogar... Könnte er sogar den Trackshot plus Schaden setzen, aber er hätte auch einfach in die Unterwanne schießen können. Wenn der Gegner auch ein bisschen schräg steht... Dann kann er sogar... Okay, er fängt sich jetzt hier noch den Schuss. Das ist okay. Besser als der Skoda. Der weg wird, glaube ich, sogar noch wichtig. Und man kann hier vorne auf die Schräge, die wir hier sehen, die so ein bisschen schräg steht. Genau da, wo er jetzt auch hinzielt. Da stand er eben nämlich auch an der Stelle. Und er hätte ihn genauso da an der Stelle treffen können. Statt dann auf die Unterwanne einzuzielen. Glücklicherweise die gegnerische Art hier verfehlt. Hoffen wir, dass der Skoda T50 da jetzt kurz einen Prozess macht mit beiden. Einer geht auf jeden Fall schon mal raus. Einen müsste er noch drin haben, glaube ich. Das reicht natürlich nicht. Da sollte sich vielleicht der Killfake ein bisschen zurückhalten. Und dann die Arti machen lassen. Das ist ja auch okay. Wir haben auf der Gegnerseite noch einen Neuner. Das ist der Ude-16. Starker Panzer. Kommt darauf an, wie viel HP der jetzt hier noch hat an der Stelle. Ah, es geht. Das ist wieder Killfake. Warum an der Stelle fahren? Warum nicht ein bisschen weiter oben ansetzen? Ne, bei, was haben wir da? H5, H6, da an dem kleinen Felsen. Da könnte man hochfahren, spotten. Eine Arti macht dann vielleicht die gegnerische Arti weg. Nicht zu aggressiv, weil das Game ist hier noch nicht gewonnen. Und an der Stelle dann das Game wegzuwerfen, wäre sehr ärgerlich. Er hat jetzt hier selber bloß noch zwei Artis hinter sich. Wenn der Gegner das ein bisschen schlau anstellt, plus die Arti, die er noch hat. Ja, wer weiß. Ich war das nicht, macht es auf jeden Fall schlauer. Nimmt jetzt hier so ein bisschen den Busch. Hat den Gegner auch gespottet. Hätte es dabei belassen sollen, den Gegner einfach zu spotten, dass vielleicht die eine Arti hier den Kill macht. Aber er will ihn selber haben, okay. Kriegt ihn auch. Jetzt muss er ein bisschen gucken. Noch ein Hit wäre sehr ärgerlich, weil dann ist auch One-Shot für den T26E4. Das wäre nicht gut. 403, das sieht noch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, da könnte er, wenn er Glück hat, auch noch einen Schuss des UD-16 überleben. Kommt so ein bisschen drauf an. Die Wargaming-Logik sagt ja, dass der letzte Todesschuss manchmal ein Low-Roll ist, sodass man halt dieses Glücksgefühl hat beim Überleben. Ist ja auch nichts Neues. Jeder kennt das. Wenn man selber mal der Low war oder wenn man die Gegner mal auf One-Shot eigentlich hatte und dann, ja, entweder bounce man kommt nicht durch die Panzerung oder der Schaden ist zu gering, ein Low-Roll. Typisches Zeichen auf jeden Fall. Ja, beide Artis bleiben schön zusammen, das finde ich gut. Das auch spricht für die Artis, dass sie sich erstens verlegt haben und zweitens, dass sie ein bisschen zusammenbleiben, dass vielleicht nur einer rausgeht und der andere kann dann vielleicht sogar noch einen Hit lassen oder einen Hit setzen. Die Frage ist immer noch, was haben die beiden Gegner auf der anderen Seite? 6 Minuten, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Er macht ja auch vorsichtig, fährt eigentlich einen guten Weg, wo er auch noch die Wand so an sich hätte, sage ich mal, dass er, wenn er jetzt hier einen direkten Gegner treffen würde, der ihn nicht so einfach umrunden könnte. Er geht jetzt hier auf, das ist ärgerlich, aber der Udes hat jetzt hier die M40 rausgenommen, ist aber One-Shot, haben wir gerade gesehen. Oh, und wird von der Sue rausgenommen. Der gute Victor Magno hat den gerade rausgenommen, das war auch wichtig. Jetzt hat er nur noch einen T26E4 gegen sich, plus die Arti. Und er weiß, der E4 wird ihn hier nicht one-shotten. Das ist auch ein sehr schönes Gefühl, sage ich mal. Oh, ja. Oh, das war glücklich.
Auf jeden Fall ein sehr risky Schuss, aber das gehört manchmal dazu und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Ja, auch so ein risky Schuss gehört manchmal einfach dazu, würde ich behaupten. So, es war eine Gunmark tatsächlicherweise sogar für ihn. Ja, Ace, das Ace gespielt, Radley Waters, Stahlwand, Großkaliber und die Top Gun, also der Krieger logischerweise. Und wir gehen mal in die Teamauswertung rein. Und da sehen wir, ja, 5661 Schaden, 8 Kills, 1568 Base XP, der Killfake in seinem Skoda, 1892, also auch noch ein bisschen was dazu beigetragen, aber ganz klar natürlich, ich war das nicht, hat hier das Game gerissen, gerade auf der rechten Seite. Man muss dazu sagen, ne, das Mäuschen 0 Schaden, er hat das nicht gut gespielt, aber es war super wichtig, dass das Mäuschen dahinter ihm war, sonst hätte der Gegner an der Stelle gedrückt und dann wird es schwierig und ich denke, dann geht er da auch raus an der Stelle. Also ein bisschen Glück gehört halt auch zu so einem Game immer dazu. Wie wir sehen hier die eigene Art, die gerade die Su hat das auch ganz sauber gespielt. Auf Platz 2 vom Damage. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für die Art. Und wir gehen mal in die detaillierten Infos. Also immer 19 Mal geschossen, 19 Mal getroffen, 15 Mal nur penetriert. Wie gesagt, ich habe es im Game schon erwähnt, den einen oder anderen Schuss noch ein bisschen konzentrierter. Vielleicht dann auch. Der eine war ja auf die Oberwanne, da, der ist eher unmöglich, gerade bei dem AMX, so wie er da stand. Die Winklung war ja noch ein bisschen extremer, dadurch, dass er da so ein bisschen schräg stand. Ja, aber 15 penetriert von den 19 Treffern. Das ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Wie gesagt, 5661 Schaden. Ja, fast 3000 gebounced bei der Armor. Der ist immer noch ganz gut bei dem 50 TP. Ich bin ja auch sehr gerne gefahren. Ich muss auch sagen, der 60 TP ist auch ein schöner Panzer. Macht Spaß, ist auf keinen Fall OP, aber macht Spaß. Ja, Unterstützungsschaden 786. Mit einem deutlichen Minus hier rausgegangen. Keine Boosts an. Klar, Premium hat er gehabt, aber keine Boosts an. Und dann zählt natürlich rein, Consumables in Kombination mit Premium-Munition verschießen. Das merkt man dann schon. Hätte er jetzt hier einen persönlichen Boost angehabt, wäre er hier wahrscheinlich plus minus null rausgegangen. Von daher, aber nicht schlimm. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke hier an Ich war das nicht. Das war ja dein erstes Replay aus dem Week. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke an die 8 Opfer. Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und dann schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt Replay of the Week von der Rise Community. Macht's gut. Tschüssi.